Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Nachtmagazin. So winterlich war es in Deutschland an Weihnachten seit Jahrzehnten nicht mehr. Vielerorts nicht nur Kälterekorde für den Dezember, vor allem auch Schneerekorde. Und heute Nacht und morgen wird es kräftig weiter schneien. Dazu das Ganze auch noch am Tag vor Heiligabend, einem der Hauptreisetage des Jahres, mit dem Ergebnis, wer heute unterwegs war, um Weihnachten bei Freunden oder Verwandten zu feiern, der musste ganz schön tapfer sein. Oder geduldig. An den Flughäfen gab es zwar etwas Entspannung, aber wie Caroline Rabe berichtet, dichtes Gedränge in den Zügen, vor allem aber Unfälle und kilometerlange Staus wegen Blitzeis und Eisregen auf vielen Straßen. Schicht im Schacht, vielmehr Schicht im Schnee. In Schleswig-Holstein gab es den ganzen Tag lang die gleichen Probleme. Bis zu 20 cm Neuschnee, dazu Windböen der Stärke 8 und damit die Frage, wie von A nach B kommen. Das Auto fahren ist sehr schwierig, weil man vor lauter Schneeverwehungen die Straße nicht mehr sieht. Man wird blind und weiß nicht, ob man jetzt in den Schneeberg reingefahren ist oder nicht. Land auf, Land ab, Situationen wie diese, selbst Räumfahrzeuge konnten oft nichts mehr ausrichten. Besonders auf den Nebenstrecken sieht es mittlerweile aus wie am Nordpol. Sturm auch auf den Bahnhöfen, Ansturm wie hier in Lübeck. Züge hatten bis zu anderthalb Stunden Verspätung, wenn sie denn überhaupt fuhren. Das war richtig schön scheiße. Ich saß in Harburg fest, ich saß in Hamburg fest, ich saß überall fest. Auf der A9 südwestlich von Leipzig kam es noch schlimmer. 51 Fahrzeuge ineinander verkeilt, Massenkarambolage. Ein Mann starb, 10 Menschen wurden verletzt. Chaos auch auf der A2. Mehr als 5 cm dick das Eis auf der Fahrbahn zwischen Hannover und Sachsen-Anhalt. 100 Kilometer Stau. Obendrein geht in vielen Landkreisen Niedersachsens das Streusalz aus. Dabei soll es nicht nur kalt bleiben, sondern auch noch weiter schneien. Und eine, die Lage auf den Straßen besonders genau im Auge hat, ist Jacqueline Grünewald vom ADAC. Guten Abend nach Köln. Guten Abend. Wer also unbedingt noch mit dem Auto zum Familienfest fahren muss, wo wird es denn in den kommenden 24 Stunden schwierig? Naja, die einen fahren vielleicht in Richtung Norden zur Familie. Da dürfte es ein bisschen schwieriger werden, auch unmittelbar vor Hamburg, vor dem Elbtunnel. Aber vor allen Dingen natürlich in Richtung Süden. Viele fahren ja doch dann irgendwie zum Skifahren. Das heißt, die A5 beispielsweise ab Frankfurt in Richtung Schweiz, da wird es voller werden. Und natürlich die Strecke, die kennt Deutschland immer, wenn es irgendwo in den Urlaub geht, die A3, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, München. Das kann man so mal an einer Kette aufzählen. Großer Treffpunkt dann auch in München. Da verteilt es sich dann in Richtung Österreich und in Richtung Italien. Also da muss man damit rechnen, dass tatsächlich auch mal ein Stau dabei ist. Würden Sie unter diesen Umständen vielleicht sogar raten, lieber heute Nacht noch loszufahren? Da ist vielleicht weniger Staugefahr? Das Wetter entwickelt sich ja gerade so ein bisschen gemein und bösartig. Das heißt, wir haben Schneefall, wir haben Glätte. Das bleibt natürlich auch heute Nacht. Deshalb rate ich nicht dazu, jetzt zu fahren, selbst wenn wenig Verkehr ist. Aber man muss sehr aufmerksam fahren. Und wer nachts nicht geübt ist, der hat jetzt dann unter Umständen noch die schweren Schneeverhältnisse und Witterungsverhältnisse vor der Brust. Also insofern, da rate ich nicht. Lieber am nächsten Tag fahren. Der 24., das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert in den letzten Jahren. Da sind eigentlich wenige Reisende unterwegs. Wenn man dann unter Umständen auch noch mal ein bisschen widrige Witterungsumstände hat, kann man das besser wegstecken, als wenn man dann auch noch mit vielen anderen eventuell im Stau steht. Egal ob tagsüber oder nachts, wie sollte man sich denn auf diese Fahrten unter diesen Witterungsumständen denn vorbereiten? Auf jeden Fall die eigene Einstellung schon mal darauf hinbringen. Das heißt, immer daran denken, mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs zu sein, den Sicherheitsabstand tatsächlich auch einzuhalten, nicht zu schnell zu fahren, das ist ganz wichtig, den Tank einigermaßen gefüllt zu haben. Wenn der Stau kommt, braucht man hin und wieder mal Kraftstoff, um mal den Motor auch zu starten und für heiße Luft im Auto zu sorgen. Und natürlich auch alles, was irgendwie wärmt. Warme Decke, warme Schuhe, warme Jacke, alles das sollte griffbereit sein, damit man gar nicht erst friert. Ein bisschen was zu essen mitnehmen, warme Getränke, das hilft dann eben auch schon, um eine längere Wartezeit auf dem Weg in den Urlaub auch überbrücken zu können. Wir hoffen, es wird nicht so schlimm. Vielen Dank, Jacqueline Grünewald vom ADAC in Köln. Das Gespräch haben wir am Abend geführt. Ja, und wenn Sie dachten, die Reise zum Familienweihnachtsfest sei schon der größte Stress, für manche war das erst der Anfang. Denn Weihnachten ist durchaus nicht automatisch das besinnliche Fest der Harmonie und Freude. Dagegen hilft aber ein bisschen Organisation. So wie bei Bundespräsident Christian Wulff zum Beispiel. Der feiert gleich zusammen mit der aktuellen und der ehemaligen Frau sowie eigenen Kindern, Stiefkind und dessen Vater.
Wer noch andere und weitere Inspirationen braucht, damit die Heilige auch eine stille Nacht wird, Tipps von Christin Joachim. Die stressige Autofahrt von Göttingen liegt hinter Ihnen. Jetzt will Familie Hollenbach einfach nur friedliche Weihnachten in Berlin verbringen. Vater Dietmar und die drei Kinder besuchen ihre Schwester Lisa, die hier mit ihrem Freund lebt. Oft sehen sie sich nicht und in dieser Konstellation haben sie auch noch nie gefeiert. Genug Stoff für Konflikte. Doch der Familientherapeut hat ein paar Tipps, wie Stress an Weihnachten vermieden werden kann. Was man natürlich tun kann, ist, wäre Vorschlag von mir, erstmal bei sich selber zu gucken, Lagebesprechung mit sich selber, wie sind die Bedürfnisse, wie würde man gerne die Feiertage verbringen, was brauche ich an Ruhe, was möchte ich mit den anderen verbringen. Boris will ein gesegnetes Wildschwein, Lisa kein Drama, Marlene Pesto, MacBook und Liebe, Dietmar keine Verpflichtungen und Zeit für und miteinander, Paul will keine Langeweile, vor allem nicht in der Kirche, und Charlotte will Überraschungen. Das wäre also schon mal geklärt. Der nächste potenzielle Konfliktherd, Vorbereitungsstress. Auch hier ein Tipp vom Profi. Was man auch gut machen könnte, ist natürlich sich zu besprechen, wer kann wo helfen und unterstützen. Das heißt dann auch, dass der für das Essen zuständig ist, sagt, was er braucht, ob er Unterstützung will. Manche wollen ja auch gar nicht. Und die anderen natürlich dann auch zur Verfügung stehen. Also Papa, würdest du jetzt den Weihnachtsständer bauen? Kurze Lagebesprechung also bei Familie Hollenbach. Alle stehen zur Verfügung, um den Weihnachtsbaum zu besorgen. Was haltet ihr von dem? Aber der ist so winzig. Nach kurzer Diskussion läuft die Baumauswahl dann sehr harmonisch. So harmonisch, dass auch alle gleich beim Schmücken mithelfen wollen. Das Ergebnis sieht etwas anders aus, als es die Hollenbachs gewohnt sind. Aber laut Familientherapeut haben sie auch das genau richtig gemacht. Stichwort Familienrituale, ein wichtiges Thema. So, die sind gut und wichtig, die sollten aber niemanden einengen. Das heißt, es kann auch durchaus mal Sinn machen, die Regeln zu verändern, was Neues auszuprobieren. Keine Angst also vor den nächsten Tagen. Es kann auch harmonisch und stressfrei zugehen, wenn man ein paar Regeln kennt. Das Weihnachtsgeschäft übrigens könnte das Beste seit Jahren werden. Jedenfalls aus Sicht der deutschen Einzelhändler. Mehr dazu in weiteren Nachrichten heute mit Linda Zerwakis. Schon in der Vorweihnachtszeit seien die Menschen in Kauflaune gewesen, erklärte der Handelsverband HDE. Und die Branche ist zuversichtlich, dass sich dieser Trend auch nach dem Fest fortsetzt. Zwischen Weihnachten und Neujahr erwartet der Handel die umsatzstärkste Woche des Jahres. Das Weihnachtsgeschäft ist noch mal deutlich besser gewesen als das übrige Jahr. Man gönnt sich einfach jetzt etwas. Die Sparquote war Anfang des Jahres sehr hoch und vieles aus dem Sparsäcke fließt jetzt in den Konsum zurück, sodass wir davon ausgehen, dass das Weihnachtsgeschäft durchaus über 2% gegenüber dem Vorjahr zulegen kann. Das russische Unterhaus wird von heute an über das START-Abkommen zur atomaren Abrüstung beraten. Voraussichtlich werden die Abgeordneten aber erst im Januar darüber abstimmen. Mit dem Vertrag verpflichten sich Russland und die USA, ihre Atomsprengköpfe zu reduzieren und ihre Waffenarsenale überwachen zu lassen. Gestern hatte in Washington der US-Senat das Abkommen ratifiziert, mit den Senatorenstimmen der Demokratischen Partei von Präsident Obama sowie Stimmen aus dem Lager der oppositionellen Republikaner. Ein Brand in der Altstadt von Konstanz am Bodensee hat drei historische Häuser zerstört bzw. schwer beschädigt. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Eines der Häuser stürzte komplett in sich zusammen. Ein weiteres gilt als einsturzgefährdet. Als mögliche Brandursache gilt ein Adventskranz, der an einem Balken angebracht war. Bei einem Busunfall in Düsseldorf sind 25 Menschen verletzt worden, unter ihnen 19 Kinder. Der Fahrer des Linienbusses war offenbar am Steuer zusammengebrochen. Daraufhin rollte der Bus nach Angaben der Polizei an einer Haltestelle vorbei, streifte geparkte Autos und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Keiner der Verletzten ist in Lebensgefahr. Wegen Weihnachten liegt die Versuchung nahe, von einer Route zu sprechen, die Bundestagspräsident Lammers heute ausgepackt hat, um die CDU in Rheinland-Pfalz zu bestrafen. Aber auch wenn man es anders umschreibt, geschmerzt haben dürfte sie auf jeden Fall die saftige Strafe von 1,2 Millionen Euro, die die Partei zahlen muss. Eine Folge des Finanzskandals aus dem Landtagswahlkampf 2006. Da hat die CDU Steuergelder, die sie für die Fraktionsarbeit ihrer Landtagsabgeordneten bekommen hatte, ganz einfach für den Wahlkampf gegen die SPD eingesetzt. Und weil derzeit wieder Wahlkampf in Rheinland-Pfalz herrscht, versucht die CDU, diese Sache nun möglichst schnell abzuhaken. Wo Schnee schmilzt, kommt irgendwann auch Dreck zum Vorschein. Das ist beim Wetter so und auch in der Politik.
In Mainz herrscht Tauwetter und gibt den Blick frei auf die jüngsten Unstimmigkeiten bei der hiesigen CDU. Es geht dabei zum Beispiel um eine Bar, die Bar zur Hölle. Es geht natürlich um viel Geld und es geht um kritische Nachfragen an eine Spitzenkandidatin. Aber die wird später nur ein Statement auswendig vortragen. Erstmal sei ja Weihnachten. Herzlichen Dank und Ihnen ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Das Ganze beginnt mit ihm, Christoph Böhr. Er war Spitzenkandidat der CDU 2006 und soll Gelder der Fraktion für seinen Wahlkampf missbraucht haben. 400.000 Euro, das ist verboten. Und so verhängte heute der Bundestagspräsident eine Strafe, 1,2 Millionen Euro. Einen Tag vor Weihnachten kann ich Ihnen verkünden, die Sache ist zum Abschluss gebracht worden. Die Höhe der Zahlungen war zu erwarten und wir werden sie aus eigenen Mitteln umgehend begleichen. Die CDU-Fraktion hat aber noch mehr zu bieten, zum Beispiel eine Kreditkarte. Mit der wurde bezahlt in, ja, der Mainzer Bar zur Hölle, Steuergelder fürs Rotlichtmilieu. Insgesamt die gesamte Affäre natürlich hagelt in den Wahlkampf hinein, dass wir den Wahlkampf außerordentlich schwer machen unter schon erschwerten Bedingungen. Wirklich schöne Weihnachten aber hat auch Kurt Beck nicht. Auch seine SPD steckt mittendrin in ganz schön vielem. Ein 4-Sterne-Luxushotel in seiner Heimat saniert für über 7 Millionen Euro, fast alles Steuergelder. Ein Misstrauensantrag im Mainzer Landtag gegen den SPD-Justizminister, der wegen seiner umstrittenen Besetzung eines Richterpostens selbst von einem Gericht korrigiert wurde. Und natürlich der Erlebnispark Nürburgring mit angeschlossener Achterbahn, ein Albtraum in Weiß. Etwa 350 Millionen Euro hat Kurt Beck hier in den Schnee gesetzt. Es gibt viele Geschichten rund um das Mainzer Abgeordnetenhaus. Ob CDU, ob SPD, eine schöne Bescherung sieht anders aus. Warum die beiden Paketbomben ausgerechnet an die chilenische und die Schweizer Botschaft in Rom geschickt wurden, das ist noch unklar. Klar ist aber mittlerweile wohl, wer die beiden Sprengsätze verschickt hat. Eine Gruppe italienischer Anarchisten, genauer die informelle anarchistische Föderation FAI. Bei den Anschlägen heute Nachmittag wurde jeweils ein Botschaftsmitarbeiter schwer verletzt. Und auch bei der ukrainischen Botschaft wurde ein verdächtiges Paket gefunden. Einzelheiten von Peter Dahlheimer. Terroralarm bei den diplomatischen Vertretungen heute in Rom. Ein Angestellter der Schweizer Botschaft wurde an den Händen schwer verletzt, als er einen gelben Umschlag in der Größe einer Videokassette öffnen wollte. Das Päckchen enthielt eine Bombe. Möglicherweise muss dem Angestellten die linke Hand amputiert werden. Wenig später eine Explosion in der chilenischen Botschaft. Auch hier wurde ein Angestellter verletzt, und zwar an Händen und Augen, als er ein Paket mit Sprengstoff öffnen wollte. Auch hier ein gelber Umschlag in der Größe einer Videokassette. Heute Abend hat sich eine Gruppe italienischer Anarchisten zu den Anschlägen bekannt. Sie nennt sich Federazione Anarchica Informale und hat seit 2003 verschiedene Anschläge verübt oder zu verüben versucht, darunter auf europäische Institutionen und eine Mailänder Universität. Ein Bekennerschreiben habe sich in einer kleinen Schachtel neben einem der verletzten Botschaftsmitarbeiter befunden, schreibt die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Wir haben uns entschlossen, von neuem unsere Stimme zu Gehör zu bringen, mit Worten und Taten, heißt es in dem Schreiben. Wir zerstören das Herrschaftssystem. Auch für die ukrainische Botschaft in Rom wurde Bombenalarm ausgelöst. Ein verdächtiges Paket war entdeckt worden. Doch erwies sich dieses dann als harmlos. 2010 neigt sich dem Ende zu, aber für den Gouverneur von Kalifornien geht im Januar nicht nur ein Jahr zu Ende, sondern eine Amtszeit. Und weil das für Arnold Schwarzenegger bereits die zweite ist, endet damit verfassungsgemäß diese Rolle für den ehemaligen Hollywood-Actionhelden. Hasta la vista, würde sein Filmalter Ego der Terminator wohl sagen. Vielleicht geht's jetzt ja auch wieder vor die Filmkamera. Ob der gebürtige Österreicher überhaupt Pläne für das Leben nach dem Job als Gouverneur hat und welches Fazit er selbst zieht, berichtet Marion Schmickler. Es ist einer seiner letzten Termine als Gouverneur und einer der angenehmeren. 9 Millionen Dollar hat er im Gepäck für die Polizisten in Los Angeles wie ein Weihnachtsgeschenk. Wir haben viel und Großes geleistet, zieht Schwarzenegger Bilanz nach 7 Jahren. Wir haben Reformen umgesetzt, zum Beispiel bei den Renten, beim Haushalt und die Gesundheitsreform. Und wir haben eine großartige Grundlage geschaffen für eine neue Umweltpolitik. Der grüne Gouverneur. So würde er gerne in die Geschichte eingehen. Kalifornien hat die ehrgeizigsten Klimagesetze im Land, tut mehr als alle anderen gegen Autoabgase und für alternative Energien. Trotzdem hat der goldene Staat unter Schwarzenegger seinen Glanz verloren.
Fast 13% Arbeitslose, die Staatsschulden erdrückend. Er hatte zwar die richtigen Ziele beim Umweltschutz und der Bildung, konnte sie aber nicht umsetzen. Viel versprochen, nichts gehalten. Ihm fehlte die Erfahrung, mit den Politikern umzugehen, als Schauspieler. Erfahrung, woher auch? Er ist der Terminator, der die Menschheit rettet. Wenig Worte, viel Action. So erobert der Muskelmann aus der Steiermark ein Millionen.